Weiter geht es mit einer neuen finsteren Folge Mordor Schatten. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die wunderbaren Menschen, die das letzte Video wieder mal bewertet haben. Easy, 5000 Likes, so muss das sein. Dankeschön für die Unterstützung. Wir machen weiter, wir jumpen erstmal biestig hier runter und stechen jemanden ab. Willst du sterben? Ob ich sterben will, Bruder? Ich würde sagen, nein. Heute werde ich nicht sterben. Und wir haben neue Fähigkeiten. Da schauen wir auch mal rein. Was nehme ich mir denn? Was nehme ich mir denn? Sofortiger Tod. Alter, sofortiger Tod ist super geil. Klar, nehmen wir das mit. Und ich habe keine Punkte mehr. So ist das eben. Mehr Lebensenergie wäre auch ziemlich geil. Nehme ich mir mit. Und ich habe nichts mehr. So ist das eben. Wir müssen schon wieder sparen, denn die Upgrades, die werden langsam richtig teuer. Wir holen uns jetzt erstmal hier drüben den Turm und dann holen wir uns natürlich den nächsten Häuptling. Und dann können wir weitermachen mit der Story. Man merke, ich habe sehr, sehr große Pläne. Lass den Papa da mal durch. So, wir müssen uns erstmal hier durch die riesige Festung schleichen. Und ich habe einen neuen Skin. Ich bin jetzt der dunkle Läufer. Ich will deine Infos nicht, Kumpel. Ich will sie nicht. Ich brauche sie nicht. Ich bin absolut gut informiert. Komm schon, hier rüber. Zieh dich hoch, zieh dich hoch, zieh dich hoch. Wir müssen einmal durch die Festung mit Stil. So, hier schön in den Busch. Was ist denn hier los? Die beten den an. Oh, heiliger Mann, wir beten dich an. Absolute Loser. Gut, wir sind durch. Wir können uns hier den Turm einmal holen. Tja, Uruk Abschaum. Was erwartet man, ha? Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir erst noch hier drüben den einen eliminieren, bevor wir direkt hier auf den großen Macker gehen, denn mit Leibwachen ist er schon recht biestig unterwegs. Wie Finger aus Silber. Türme in Saurons Land und vertreiben die Dunkelheit. Alles klar, nette Ansprache. Danke für die wichtigen Worte hier. Aber ich will erstmal hier den wegholen. Yo, der sieht krass aus. Den holen wir uns, oder? Hat der eine Musik? Kommt der jetzt stylisch hier rüber spaziert? Er hat keine Musik, nur der Häuptling bekommt Musik. Alter, der sieht aber... Was für ein mieser Motherfucker! Er hat blutrote Augen. Ob die Explosion was reißen wird? Ein bisschen, ein kleines bisschen. Er brennt hier. Seine Jungs schauen zu, er verbrennt hier ganz gemütlich. Ah, Dude. Das würde mir ganz schön auf die Eier gehen, Dude. Das würde mir ganz schön auf die Eier gehen. So, ich habe hier noch ein Geschoss. Bam! Deine Wachen sind erledigt. Bist du immun gegen Geschosse? Aber natürlich immun gegen Fernkampf. Hat er eben gerade das Muschelhorn geblasen? Jetzt kommen alle, oder wie? Hey! Wage es nicht vor mir abzuhauen! Ich werde dich durch ganz Mordor jagen! Das will ich sehen. Wow, 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 das geht auch nicht. Aber wie wär's mit dem hier? Alles klar, das geht auch nicht. Du bist überraschend. Komm mal mit, deine Freunde kommen nämlich. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich selbst töte dich. Ja, dann komm. Mach einen Angriff. Das nennt sich Schild. Das nennt sich Schild, ja, super. Super cool. Wie kann ich dich besiegen, Kumpel? Ich will mir deine Infos nicht durchlesen. Ich will's lernen. Husch, husch, husch. Vielleicht so stealth-mäßig, weißt du? So, wenn er nicht mitrechnet, zack, abgestochen. Das ist eine Verschwendung meines Talents. Versuchen wir's. Ich habe satt zu suchen. Kann er mich sehen? Ich sehe den Waldläufer. Alter, der konnte mich sehen im Busch. Er hat gute Augen. Alles klar, vielleicht brauche ich hier seine Soldaten und dann kann ich den hier machen. Yes, das funktioniert. Okay, that's the way. So spielen wir jetzt.
Oh, 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 Berserker. Fuck, noch ein Berserker. Moment, den picken wir raus. Das sind sogar zwei, drei. Oh, oh, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Oh, shit. Okay, den muss ich irgendwie so ein bisschen aus den Schatten heraus. Zeit zum Mordeln. Komm schon, Bruder. Komm hier drüben hin. Ich kann mir nicht um jeden toten Uruk Sorgen machen. Alter, der sieht mich sofort. Das gibt's doch nicht. Ich brauche ein bisschen Combo-Energie. Alles klar. Er bläst hier schon wieder sein Muschelhorn. Das ist ziemlich unfair, oder? So ein Muschelhorn. Komm schon. So, jetzt habe ich Energy. Und jetzt mache ich den hier. Das tut weh. Das tut ihm weh. Brauch ein bisschen Energy. Ah, Mist. Jetzt habe ich hier wieder daneben. Das ist so wuselig hier. Du da. Gebt mir ein bisschen Boost. Nein, meine Energie. Gerade hatte ich was. Komm schon. Noch ein bisschen. Und jetzt auf den. Alter, das läuft. Das läuft gut. Kann ich ihn greifen? Ich kann ihn greifen. Okay, 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 okay. Wir können ihn greifen. Das ist echt ein harter Brocken. Das ist wirklich ein fucking harter Brocken, der da drüben wirft irgendwas. Komm mal her, du. Oh, der ist schon tot. So war das nicht geplant. Aber der andere ist eh erledigt. Oh, Doppel. Mann gegen Mann. Du bist kein Mann. Ich stech dich von hinten ab, du mieser Bastard. So, da haben wir ihn. Alter, das war ein Brocken. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Echt, du willst jetzt zu mir? Hast du gerade gesehen? Ich habe den größten Uruk in der ganzen Gegend eben gerade fertig gemacht. Und du, kleiner Vollidiot, rennst jetzt zu mir hin und willst dich mit mir anlegen. Idiotisch. So, wird Zeit, dass wir uns hier den Boss holen. Big Bosso. Hat der andere eben gerade auch gesagt. Dann habe ich ihn abgestochen und alle sind weggerannt und ich war der König. Gut, dann schauen wir mal. Der sieht gar nicht so schlimm aus, oder? Ja, der Kümmerliche. Er ist zu ängstlich für einen direkten Angriff. Finden wir einen Ort, von wo wir zuschlagen können. So ein richtiger kleiner Feigling. Alles klar. Erstmal schauen, dass wir hier runterkommen. Ohne Alarm schaffen wir das schon irgendwie. Ich bin davon absolut überzeugt. Ihr kennt mich. Ich bin ein Ninja. Ein fucking Ninja. Steht hier jemand? Warte mal, wir müssen hier mal hoch. Nur hier steht niemand. Der Waldläufer liebt es, uns mit Tricks in Angst zu versetzen. Das stimmt. Willst du einen Trick? Ja, das ist ein Trick. Das ist ein super Trick. Was hältst du davon? Geiler Trick. Gefällt dir? Hammer, ne? Habe ich mir nur für dich ausgedacht. Die Gerüchte über Geister, die vom Himmel auf die Rücken der Uruks springen, sind nichts weiter als stinkende Gerüchte. Stinkende Gerüchte. Dein Rücken und meine Klinge, die werden noch ein Date haben. Ein kleines Rendezvous. Es wird dir gefallen. Glaub mir. Die Zustände hier müssen schlimmer werden. Das lässt die Menschen noch mehr leiden. Die Zustände hier müssen schlimmer werden. Sowas kann auch nur ein Ork sagen, oder? Ob ich hier schon... Ah, nee, wir gehen lieber den sicheren Weg. Eben gerade dachte ich ganz kurz, er hätte mich gesehen, aber nee. Ich wollte erst rüberspringen, aber ich habe mich schon fallen sehen. Also machen wir es offiziell. Okay, Crackhorn. Shit. Er hat einen Buddy. Er hat einen Bro. Fuck.
Crackhorn hat einen Bro. Mitten hinein in das, was noch von Barad-dûr und all der Verdorbenheit da drin übrig ist. Und wirkt das? Gefällt ihm das? Steht er darauf? Viecher, wir brauchen Viecher hier. Na also, da haben wir noch eins. Und noch eins. Das ist schon mal schön, das ist schon mal sehr, sehr schön. Der muss irgendwie verrecken. Ist mir egal wie, aber er muss sterben. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn meine Freunde hier, meine biestigen Freunde, auch auf seine Gefolgschaft hier drauf springen würde, weil die bleiben gerade hier vorne. Das bringt mir eher wenig. Ich habe 3 Stück angelockt. Ey, der bleibt hier hinten hängen, ne? Der bleibt hier hinten hängen. Der Demlack macht gar nichts. Soll ich runterspringen, ihn töten? So, hier noch ein bisschen Drama. Jemand hat mir geschrieben, das sind keine Bienen, das sind irgendwelche Mücken. Mir im Grunde egal, aber na gut. Dann sind es halt Mücken. Dann sind es halt irgendwelche Terrormücken. Ah, jetzt. Jetzt, ich könnte ihn reiten. Macht der Schaden? Uruk hat keinen Grund zum Weitersuchen. Der Mörder ist nicht fort. Bist du immun gegen Fernkampf? Natürlich bist du immun. Irgendwie ist jeder immun, oder? Mittlerweile wirklich das Standardprogramm. Kommen beide nach oben? Nutzlos. Genau wie der tote Uruk da. Alles klar, dann gehen wir einfach drauf. Tat weh, ha? Ich habe Besseres zu tun als mit Völkern. Menschendreck. Okay, wer bist du? Du bist meinen Herrn. Dann musst du erst an mir vorbei. Und das werde ich zu verhindern wissen. Der alte Kessellecker, Mike. Zeig mir, wie du blutest. Wow. Dein Bro muss sterben. Da bin ich zufrieden. Oh nein, irgendjemand will einen Alarm. Irgendjemand will einen Alarm hier aktivieren. Wer denn? Shit. Ich habe keine Munition. No. Oh, du bewegst dich also wie ein Geist. Für dein Eindringen werden meine Männer leiden müssen. Du bist ein Versager. Bam. Alter, was für ein Schwächling. Schaut ihn euch an, wie ich ihn kalt mache. Bam! Alter, der war ja so mega easy. Wer ist der König? Ich bin der König. Und der Kümmerliche ist gestorben. Tja, mein Freund, du warst kein Gegner. Ich mag es grob zu trinken. Du warst absolut kein Gegner. Jetzt habe ich die nächste Story-Mission. Jungs, ihr könnt gehen. Also, hier sind alle tot, ne? Ihr müsst hier nicht unbedingt. Ach, der da drüben noch? Ja, guck mal hier, zack. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr euch verpissen. Hey, Freiheit! Du da! Besen-Johnny! Kannst gehen, wenn du willst. Will er nicht, okay? Ich hab's ihm angeboten. Ihr habt's alle gehört. Mann, den sie Aschenhaut nennen. Aschenhaut? Wirklich ein angsteinflößender Uruk. Warum nennst du sie Uruks? Du darfst ihnen keinen Respekt zollen. Das sind dreckige Orks. Das sind keine Uruks. Dreckige Orks. Was haben wir hier? Erinnerung abspielen, okay. Sie sagen, der Feind ist an der linken Flanke am schwächsten und dass die Zwerge dort den Feind zermalmen werden. Vielleicht können wir dann endlich diese stinkenden Sümpfe verlassen und nach Hause gehen. Gestern hat der Feind Verhandlungen angeboten. Wir sahen einen Botschafter davonreiten. Ein schreckliches, schwarzes Monster auf einem schwarzen Pferd, der von 2 gewaltigen Menschen mit ebenso schwarzer Rüstung flankiert wurde. Es war ihnen nicht gestattet, in unsere Nähe zu reiten, weil man befürchtete, sie würden unsere Stellungen auskundschaften und sie an ihre widerlichen Herren weiterreichen. Stattdessen wurde eine kleine Gruppe Menschen und Elben ausgesandt, um sich mit ihnen zu treffen. Wir konnten nicht hören, was sie besprachen, aber es wird keinen Frieden geben. Das Gerücht hält sich hartnäckig im Lager. Sie berichteten, dass sich der Mund des Botschafters verdunkelte und Saurons Worte in ihm brannten.
Außerdem bereitete es dem Botschafter große Schmerzen. Er hätte wohl nur Versklavung und Folter versprochen. Ich bin geneigt, dem Glauben zu schenken. Ich komme nicht umhin zu glauben, dass wir es nie bis nach Mordor schaffen. Dort erwartet uns nur der Tod. In Mordor gibt es nur den Tod. Das stimmt. Mihrael sagte, er hätte in den Totensümpfen Geister gesehen. Ich glaubte, er sah nur seine eigene Angst. Die schlaflosen Toten, die Schattenmenschen, die Verstorbenen. Mordor ruft sie alle. Ja, Mordor ist eine richtige Scheißgegend. Die haben keinen guten Immobilienmarkt. So, wir gehen direkt zur nächsten Mission. Was ist hier los? Sklaven? Da rennt irgendjemand weg. Irgendjemand will türmen. Komm, hier sind so viele Sklaven. Wir müssen sie retten. Ah, immer noch keine Munition. Aber irgendwie wollen die gar nicht fliehen, ne? Also, die Sklaven haben nicht so Bock. Freiheit, nö. Ist nicht so meins. So, wer will? Genieße meine Macht. Da bekommt man Panik, ha? Ah, da will man am liebsten sofort wegrennen. Schaut euch das hier an. Und wie geht's den Sklaven? Sind wahrscheinlich immer noch versklavt. Der sah ganz schön grob aus für so einen normalen Gegner, oder? Na gut, dann sollen die Sklaven eben Sklaven bleiben. Ist ja nicht mein Problem. Wenn sie drauf stehen. Der hat richtig Panik. Alles klar, ich erlöse dich. Das war richtig traurig. Der Junge hatte Panik. So, schauen wir, wie es hier drüben weitergeht. Du hast gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du? Er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut, ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Hab Nachsicht mit Erin. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Wir müssen den Uruks einen ihrer Grockkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Ich bin immer hinter dir. Ghule? Ja klar. Dunkelheit. Bei Nacht kommen die Monster raus. Übernimmst du den? Ist ja auch super easy. Da fühlt sich jemand, oder? Jetzt bist du der große, starke Mann. Die Ghule haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Allgemein würde ich mal behaupten, Ghule kann man nicht wirklich zähmen. Vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. Seht! Da unten! Da ist er! Wo denn? Wer hat denn hier so Adleraugen schon wieder? Der da oben, wie hat er mich denn gesehen? Der steht doch hinter einer Mauer. Vielleicht. Der Karren. Der Funke unserer Rebellion.
Jo, toll. Geiler Karren. Erstmal den hier töten. Alles klar, wo ist der nächste? Der nächste ist... Jemand hier. Hat mir gesagt, dass jedes Mal, wenn ein Geysir ausbricht, ein... Oh, ein Berserker! ...aus dem Boden strömen. Ich hab gehört, sie wachsen aus dem Schlamm, wann immer es regnet. So oder so ist es ein leichtes, sie zu töten. Also soll es mir gleich sein. Ja, Ghule töten kann jeder. Ich kann das auch. Okay, den Karagon, den lassen wir mal hier drin. Der geht mir sonst wieder nur auf den Pinsel. 9 Gegner, das ist so lächerlich eigentlich, ne? Wenn man bedenkt, dass wir davor diese ganzen Häuptlinge ausschalten mussten, um die Mission zu kriegen. Irgendwie ein Witz. Und du bist der Letzte. Was bist du, ein Berserker, oder? Nee, ganz gewöhnlicher, glaube ich. Berserker haben nämlich 2 Waffen. Der Weg ist frei, Männer. Männer? Ach. Nun müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Ach, sieh mal, wir haben Männer. Na? Männer, alles cool? Gut, was machen wir? Ich könnte das Vieh hier reiten. Jungs? Ach, hier drüben geht's weiter, okay. Eben nicht reiten. Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Hier ist doch gar nichts los. Lass uns gehen. All die wichtigen Männer sind tot. Komm, gib ein bisschen Stoff. Ich werde nicht jünger. Hirgon. Wirklich, hier sind überall Leichen. Das war nicht Warte. Ich. Es verbirgt sich etwas in den Schatten. Ghule. Oh ja, Ghule. Sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Es sind Ghule. Meine Güte, es sind nur Ghule. Kämpf! Es sind zu wenig, damit ich hier meinen Kombozähler hochkriegen kann. Das war's. Das war's. Das sind alle 4 Ghule. 5. Vielleicht 6. Vor denen hast du Angst. Peinlich. Absolut peinlich. Das Lager der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Okay, falls ich Hilfe brauche. Das ist aber sehr lieb. Ach, ich habe jemanden erschossen eigentlich. Wollte ich hier aufs Feuer schießen. What the fuck? Ich wollte eigentlich nur ganz cool und hip hier aufs Feuer schießen. Aber irgendwie habe ich es schlimmer gemacht als erwartet. Die Ghule sind nie unter Kontrolle. Den Uruk habe ich eh gehabt. Ah Gott! Du hast mir meinen Kill geklaut. Das ist der Waldläufer. Boom. Wo rennt hier noch einer rum? Irgendwo da vorne. Und ich schenke dir eine Explosion. Munition wäre geil. Kann ich mich hier nochmal bedienen, Kumpel? Warte mal, irgendwo hier muss Munition sein. Da vorne. Danke. Hirgon. Ich folge dir. Wo auch immer es hingeht, ich bin bei dir, mein Bruder. Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Ich mach die Arbeit, du schaust zu. Wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich jeder, oder? Ich meine, ich mach immer die Arbeit und die NPCs schauen zu. Ich mag diesen Skin. Der sieht so richtig episch aus, oder? Was meint ihr? Geiler Skin? Jetzt kommen wieder Ghule. Waldläufer, bleib hier. Ghule und
Schwärmen durchtragen. Bei all der Aufregung können meine Männer den Karren ungesehen unter die Brücke schieben. Okay. Also die Ghule metzeln hier gerade gut alles weg. Ihr werdet bald Uruks als Lohn erhalten. Vorsicht, der Ghul! Leben gerettet. Plus ein Ghul. Die Toten sammeln sich zu unseren Füßen. Sie greifen uns an! Es sind immer so wenig, ne? Also ich meine, wenn wir mal uns zurückerinnern, ganz am Anfang die Höhle, wie krass das war. Da waren ja wirklich 100 Ghule drin. Und auch noch Spucker und die großen, starken. Ja, auch Ghule kann man hinrichten. Getötet mit Style. Meine Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können. Okay, sichere das Gebiet. Wie kriegen wir das hin, Kumpel? Sei bereit, Talion. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Okay, ich bin super bereit. Ich bin mega bereit. Heilst du dich auch automatisch, oder? Es ist zu still. Irgendetwas ist hier faul. Fuck. Alle sind tot. Das waren die Ghule. Spinne! Und erledigt. Ja, das waren anscheinend wirklich die Ghule. Oh, come on. Er hat das Mistvieh befreit. Was, wo, wie, wer, wir, hä? Angegriffen? Ich werde angegriffen. Hier geht's gut. Komm schon, verreck. Das tut weh, hä? Genau ins Auge. Ins Ohre! Kann ich das Vieh blenden? Hä, wo ist es hin? Karagor. Ein Feind ersetzt den nächsten. Einfach verschwunden, habt ihr es gerade gesehen? Das sind merkwürdige Kämpfe. Wirklich. Vor uns erhebt sich das Monument. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Bald wird es vernichtet sein. Sieh dich um. Bald wird das Monument fallen. Sieh, Waldläufer. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das Monument heran. Hat der eiskalt weggesteckt? Die Uruks schwinden in ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. Bam. Ganz schön Panik, der Boy. Hey, 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 Kumpel. Kumpel, komm schon. Komm schon. Komm schon, das ist lächerlich. Das ist total peinlich. Alter, das ist... Fuck, das ist mega peinlich, was du da machst. Komm schon, bisschen Würde. Kleines bisschen Würde. Ist sicher nicht leicht, ein Häftling zu sein. Nein, so ist... Befehle zu ja, geben. Befehle und... Auch noch den Waldläufer genau, den Waldläufer stoppen. Du dir Gedanken über so etwas? Du wirst nie stark genug sein, um Häuptling zu werden. Nee, wahrscheinlich nicht, Kumpel. Keine Munition. Egal, die sollen mal alle herkommen. Dann haben wir hier ein bisschen Party. Kommt mal alle hierher. Ich will eine schöne Schlägerei. Ich will ein bisschen enthaupten. Bam. Und der nächste hier. Und zack. Alter, das war ein schöner Kill. War richtig verwirrt.
irgendwie wichtig oder warum spielst du dich hier gerade so auf? Mein Kopf, den bekommst du nicht. Klar bekomme ich deinen Kopf, wenn ich will. Oh, oh, ich habe Verstärkung. Cool. Endlich. Endlich mal Verstärkung. Ah, du bist schon tot. Alles klar. Ah, ich habe ja keine Munition. Ich will die ganze Zeit irgendwas Cooles machen. Bam, 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 bam. Yes, Alter. Beine weggezogen und enthauptet. So, jetzt brechen wir hier mal durch. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. Hilf uns, oder unser nächster Schritt ist der letzte. Keine Sorge, keine Sorge. Das sieht doch alles ganz gut aus, was wir hier treiben. Hab noch ein bisschen Energie. Braucht ihr nicht, das sind echt easy. Schaut euch das an. Und der nächste, der hier direkt abgestochen wird. Ah, jetzt habe ich wieder daneben geschlagen. Ist immer so ärgerlich. Eine wunderschöne Combo. Was geht? Patty und seine Boys. Oh, oh, ich habe keine Munition. Mal ganz schnell hier drüben hin. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Drei Buben. Drei böse Buben. Und wir wissen, die mit Brandmunition sind die schlimmsten. Jetzt muss ich ran. Stimmt, wir können ja nicht sterben. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Fuck you, ey! Hat er verdient. Daneben! Und weiter, komm, weiter. So, hier noch ein bisschen was. Da oben ist noch ein Schütze. Hab ich noch Munition? Ja. Ja, machen wir die Sache ein bisschen interessanter. Dies ist dein Ende. Komm schon. Es hätte sich seine Freiheit erkämpft. Hast du ihnen das versprochen? Sie brauchen Hoffnung. Ich gab ihnen nur, was sie wollten. Gib deinen Männern einen Anführer. Das dunkle Monument. Es scheint, als wäre ich im Tode für diese Ausgestoßenen kein solches Monster wie im Leben. Die Schwarze Hand und seine Hauptmänner sind die wahren Monster. Sie werden zurückkehren und diese Menschen vernichten.
in den Himmel, wenn aber wir kümmern uns drum. Aber nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten. Woher kommt der? In der nächsten. Wenn ihr mich jetzt sexy unterstützen wollt, geht ganz leicht. Ist wirklich super leicht. Einfach bewerten. Vielleicht noch einen Kommentar schreiben. Freue ich mich auch immer drüber. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und tschüss.